Hello and ready, we are driving to... Wo fahren wir hin? Malzschacher See. Wie hype bist du? Cool. Wir waren gerade am Klo. Da war Trinkwasser, richtig chillig. Das ist überall so wahrscheinlich nicht. Aber hier auf jeden Fall. Es ist kein Trinkwasser. Und hier sind im Hintergrund die Berge. Hey, war das Trinkwasser oder war das kein Trinkwasser? Trinkwasser. Oh, wir chillen jetzt gerade am See, weil wir sind angekommen vor durch 2 oder 3 Stunden. Ich habe einen Fieber da! Und es sieht so geil aus, ich schwöre dir, es sieht einfach, der Background ist so geil. Ich hätte halt gedacht, das wird voll scheiße, ne? Hello, we are im Urlaub. Wer hätte es gedacht? Wir sind... Hör auf, ohne Witz, du machst alles nass! Musst du immer übertreiben! Das kleine Monster ist jetzt hier. Hat mal ein bisschen Abstand und ich muss mein Handy anders halten, sonst fliegt mit der Müll gleich irgendwie komplett hier rein. Ich bin kein Müll. Mein Handy fällt mir hier rein. Du hast gesagt, ich soll da reinspringen ins Wasser. Ich hab gesagt, du sollst reinspringen ins Wasser. Ja, Hose aus, T-Shirt aus und rein. Ja, aber... So, Tag 2, was haben wir heute gemacht? Nicht wirklich viel. Gegessen, gefrühstückt, die Mücken haben mich komplett zerstochen. Und ich blende euch mal an, was ich heute und gestern so gegessen habe. So, Tag 2, was haben wir heute gemacht? Nicht wirklich viel. Gegessen, gefrühstückt, die Mücken haben mich komplett zerstochen. Und ich blende euch mal an, was ich heute und gestern so gegessen habe. Wer kennt's nicht, zuerst über das Handy schrotten im Urlaub? Sisschen, du hast alles richtig gemacht im Leben. So, wir waren gerade beim Frühstück und jetzt fahren wir zum Biber, weil bei uns in Deutschland gibt es das nämlich nicht. Und wir wollten gucken, was es da gibt. Und deswegen fahren wir da jetzt hin. Und dann gibt es noch ein Action. Und ich will mit dem probieren, ob mein Red Bull in Österreich anders schmeckt als in Deutschland. Weil es hier doch irgendwie neue Inhaltsstoffe oder Ernährungsstoffe gibt, die man irgendwie wo drin haben darf. In Deutschland und in Österreich vielleicht nicht. I don't know. Und deswegen will ich die tasten. Genau. Ich weiß noch nicht, welchen. Ich glaube, den blauen oder den weißen wäre ganz geil. Und wir haben Energy-Dosen gefunden. Einmal Zero. Einmal Kiwi, Zero, dann haben wir hier Blueberry und Wassermelone. Ich hoffe, die sind geil. Der hat 50 Cent gekostet, die 25 oder eine Pfand, weil in Österreich. Und später machen wir dann einen Taste-Test. Machen jetzt ein Taste-Test-Video zu diesem orangen Red Bull. Verena, ihr braucht die zum Öffnen. Jetzt müssen wir ein Taste-Test-Video machen. Es schmeckt wie die Fruchtzwerge. Guten Morgen. Wir waren gerade frühstücken, was habe ich gegessen? 2 Semmeln, Nutella, dann ein Ei, Müsli, Milchreis. Was gab es noch? Ich glaube, das war's. Also nein, du hast doch mehr gegessen, auch ganz im Und jetzt gehen wir spazieren. Die Sisschen ist hyped ohne Ende. Wie hyped bist du? Null. Geil. Wie fühlt sich das so an, so zu schwimmen im Wasser? Cool. Wie hyped bist du? 10 von 10.
So, haben wir zwei Betten. Hier habe ich geschlafen, hier hat die Verena geschlafen. Dann ein Bild. Dann habe ich noch meinen Kopf von heute früh. Dann haben wir den Fernseher. Nicht besonders geil, aber der tut seine Zwecke. Ein kleiner Stuhl. Dann haben wir hier Gläser. Dann haben wir eine Mikrowelle. Eigentlich sieht es ganz nice aus. Wir haben ein Upgrade bekommen sozusagen von unserem Zimmer. Eigentlich hätten wir viel ältere bekommen. Aber who cares? Und es gibt auch welche, die nicht all-inclusive buchen. Deswegen gibt es ja auch so Geschirrzeugs. Dann haben wir hier Stühle. Und eine Lampe. Viel zu viele Lichter. Dann geht es hier raus. Hier schön so Dings zum Abreißen. Dann haben wir hier das Schlafzimmer meiner Eltern. So, hier haben wir einen riesen Schrank. Dann zwei Betten. Schön Abstellteil. Und jetzt füllen wir die Sistchen. So. Bisschen unten drin. Also. Hier haben wir das Badezimmer. Flackert ja gar nicht, ne? Dann haben wir hier einmal, wie heißt das, die Dusche. Da ganz viele Handtücher. Hier noch ein Spiegel. So, wir haben jetzt den letzten Tag, beziehungsweise wir fahren jetzt heute nach Hause. Es gab schon Frühstück. Und meine Eltern bringen gerade die Koffer und den ganzen Stuff zum Auto. Ich habe auch schon was weggebracht. Und ich bin jetzt auch kurz einmal zum See gegangen. Und ja, jetzt geht's wieder nach Hause. War voll chillig, war voll cool. Kann ich gerne in der Informationsbeschreibung verlinken, wo wir genau waren. Ist auf jeden Fall mega geil, waren da schon voll oft. Tschüss.